Herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute mit Brille, weil heute wird es spannend. Bei mir zu Gast Dr. Katharine Horten, Teilchenphysikerin, ehemals beim DESY, Deutschen Elektronensynchrotron in Hamburg, sowie beim CERN in Genf, das wir alle kennen. Während dieser Zeit war sie außerdem als Forscherin bei der Universität in Oxford angestellt. Und heute wird sie uns über unglaubliche Entdeckungen berichten, von denen die allermeisten wahrscheinlich noch gar nie was gehört haben. Es wird also spannend. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. Free Spirit TV ist eines von mehreren Projekten des Free Spirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das Free Spirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Ja, herzlich willkommen, Katharine. Hallo, es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich bin sehr gespannt, was du uns alles berichten wirst. Wir werden zwei, drei Etappen machen. Die erste Etappe zum Thema Targeted Individuals, TIs. Kannst du uns kurz mal erklären, was das überhaupt bedeutet und was damit gemeint ist? Targeted Individuals auf Englisch sind Leute, die Meinung haben, Zielperson zu sein, einer merkwürdigen Operation, Geheimdienstoperation oder auch Opfer von merkwürdigen Geschehen. Und diese sogenannten Targeted Individuals, die gibt es wirklich zu Tausenden weltweit. Also es sind mehrere tausend Menschen bekannt und irgendwann hat man gemerkt, dass sie alle genau das Gleiche berichten. Also sie berichten von ganz merkwürdigen Phänomenen und von Geschehnissen, sie berichten von Hauseinbrüchen, sie berichten davon, dass sie gestalkt werden von Menschen, die sie nicht kennen. Also eigentlich gestalkt werden durch eine unglaublich große Anzahl von Menschen. Sehr viele dieser Leute berichten, dass sie mit sogenannten Energiewaffen angegriffen werden und noch viel, vieles mehr. Und irgendwann hat sich herausgestellt, ja, diese Leute, die sind nicht verrückt, sie nehmen keine Drogen. Sehr oft sind das hochprofessionelle Leute, sehr seriös, haben mehrere Jahrzehnte komplett ruhig und ein ganz normales, langweiliges Leben geführt, in Anführungsstrichen. Und es hat sich herausgestellt, diese Leute sind tatsächlich in einem großen Programm. Und dieses Programm läuft fast identisch ab. Also es hat verschiedene Aspekte, aber wir haben mittlerweile herausgefunden, dass diese Leute eigentlich alle Opfer von Geheimdienstprogrammen sind. Das erklärt dann das Stalking, das ist eigentlich das Geheimdienstüberwachungsnetzwerk. Das erklärt auch den Einsatz von modernen Militärwaffen, die an diesen Leuten erprobt werden. Und das erklärt auch diese merkwürdigen Phänomene, die diese Leute berichten. Es stellt sich dabei heraus, dass sie sehr oft, oder ich würde sagen fast immer, mit bestimmten Biosensoren und Bioimplantaten eigentlich implantiert worden sind, ohne ihr Wissen. Und ich fasse das jetzt ganz schnell zusammen eigentlich, aber das ist wirklich das Endergebnis von jahrelanger Forschung, an der nicht nur ich beteiligt war, sondern auch sehr viele Forscher vor mir. Und ich zitiere eigentlich die Ergebnisse von ganz, ganz vielen unabhängigen Ermittlern. Aber es stellt sich heraus, diese sogenannten Targeted Individuals sind eigentlich Menschen, die unglaublichen Verbrechen zu Opfer gefallen sind. So würde ich das eigentlich sagen. Das heißt, du passt eigentlich sehr gut in dieses Ziel rein. Du bist intelligent, du hast Physik studiert und Teilchenphysik. Du bist eine Frau, du bist attraktiv, du hast sicher kein langweiliges Leben. Seit wann wirst du denn, ich sage jetzt mal, belästigt? Bei mir fing das eigentlich ganz offensichtlich im Jahre 2011 an. Damals hatte ich mein Fach gewechselt. Also ich bin eigentlich eine Teilchenphysikerin. Ich habe am CERN gearbeitet, aber irgendwann bei meiner Arbeit am CERN habe ich hatte das Gefühl, ich würde gerne meine Forschung
einem anderen Gebiet zu wenden. Und damals gab es auch die große Finanzkrise. Und mein großes Interesse zu der Zeit und noch immer sind eigentlich die komplexen Systeme. Und so fing ich an, ich habe das Fach gewechselt innerhalb der Universität Oxford und ich habe mich einem komplett neuen Fachgebiet zugewendet. Und ich nenne das die Physik der komplexen Systeme, der komplexen menschlichen Systeme. Und mein allererstes Projekt war eigentlich eine Studie, wie das englische Gerichtssystem funktioniert. Und damals habe ich einen sehr bekannten Gerichtsfall besucht. Und ich war einfach nur dort als unabhängige Beobachterin. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich nach Hause gestalkt wurde von Männern. Und irgendwann nach einer Woche fing das an, dass jeden Morgen ein Mann auf mich wartete vor meiner Auffahrt und mich eigentlich bis zum Bahnhof begleitete oder eigentlich mich dahin stalkte. Und es war jedes Mal ein anderer Mann, aber jedes Mal waren sie dort, diese Menschen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich durchgehend von Oxford bis nach London gestalkt werde und abends wieder zurück mit sehr vielen Leuten, die dort beteiligt waren. Und dieses System kenne ich leider schon sehr gut, weil ich im kommunistischen System aufgewachsen bin. Ich bin in Rumänien geboren als Ungarin und damals wurden wir von der rumänischen Securitate gestalkt. Und ich bin damit eigentlich aufgewachsen. Ich kenne deren Methoden und ich kenne sehr gut leider durch diese Erfahrung, wie das Überwachungssystem funktioniert und ich habe das sofort erkannt. Das heißt, ich habe eigentlich sehr schnell bemerkt, das ist eigentlich der britische Geheimdienst, der mich hier stalkt. Und so kann man diesen ganzen Personalaufwand erklären. Also diese Leute sind eigentlich nicht nur für mich da, die sind eigentlich in der Gegend. Und wenn ich dann komme, dann stalken sie mich. Wenn ich weggehe, dann stalken sie jemand anderen. Und das Stalking oder die Überwachung wird eigentlich weitergereicht, wie eine Staffel beim Staffellauf. Und so kann man erklären, dass die Menschen eigentlich überall in Europa herumreisen können und durchgehend unter Überwachung sind. Und so fing das bei mir an im Jahr 2011. Aber jetzt ist das natürlich ein perfektes Bild. Man könnte sagen, ja, die ist psychotisch oder paranoide Schizophrenie. Ja. Wie kann man denn das unterscheiden von jemand, der wirklich paranoid ist und schizophren und den Targeted Individuals? Wo ist der Unterschied? Das kann man am besten anhand von handfesten Beweisen machen. Also sehr oft berichten die Targeted Individuals darüber, dass bei ihnen eingebrochen wird. Da werden tatsächlich Sachen manipuliert oder umgestellt. Sehr oft haben sie Beweise, zum Beispiel ein Freund ist mit ihnen da. Sie verlassen die Wohnung und wenn sie zurückkommen, sind zum Beispiel alle Fenster geöffnet oder das Sofa ist umgestellt oder irgendwas. Und so wie man so etwas hat, dass man wirklich handfest, also eigentlich dingfest machen kann, da muss tatsächlich jemand da gewesen sein. Und wenn sich dann diese Methoden eigentlich mit denen der Stasi decken, dann hat man Beweise. Und je weiter, tiefer man eigentlich in den Fall einsteigt, umso mehr Beweise hat man dann eigentlich. Also nur wenn zum Beispiel zu Hause der Ehemann die Butter nicht findet im Kühlschrank, das ist noch kein Hinweis. Das ist noch kein Beweis, ja, okay. Ja. Aber hinterlassen Sie diese Zeichen absichtlich, damit wir... Ja. Uns Gedanken machen und Angst absolut, haben. Ganz genau. Und es wird eigentlich als Druckmittel benutzt. Das hat damals die Stasi entwickelt und zwar, sie nannten das damals Zersetzung. Und das Zersetzungsprogramm basiert eigentlich auf psychologischem Terror. Das heißt, man möchte als allererstes dem Opfer klar machen, dass die Privatwohnung nicht mehr privat ist, dass da ständig Leute ein- und ausgehen können nach eigenem Gutdünken. Dann sehr oft wird dem Opfer auch klar gemacht, dass die Menschen einbrechen, während das Opfer schläft. Das heißt, morgens kommt das Opfer raus und die Wohnung ist umgeräumt oder so etwas. Das sind ganz systematische Methoden und man kann mit ganz vielen Geheimdienst-Whistleblowern reden, die zum Beispiel das Co-Interpro-Programm in den USA kennen, was zum Beispiel vom FBI durchgeführt wurde, oder die Stasi-Akten studiert haben und die sagen dann, oh ja, das ist ganz klar eigentlich eine Geheimdienstmethode. Und man kann dort die Details, also die eigentlichen, die Fakten sich anschauen und man kann sich anschauen, wie diese Belästigung betrieben wird, weil sehr oft ein bestimmter Zeitzyklus angewandt wird, der eigentlich mit der Konditionierung deckungsgleich ist. Das heißt, am Anfang sind diese Belästigungen sehr oft, sehr häufig, bis das Opfer das merkt und dann werden sie eigentlich immer weniger frequent, aber werden dann immer wieder wiederholt, sodass die Erinnerung wieder aufgefrischt wird. Mhm. Und das ist dann typisch. Also für jemanden, der eigentlich psychisch krank wäre, der könnte nicht genau die Krankheit entwickeln, die eigentlich deckungsgleich ist mit einer hochwissenschaftlichen Geheimdienstmethode. Klar. Und so kann man das Ganze auseinanderhalten.
Und du hast gesagt Gangstalking, das heißt, das sind also mehrere Leute. Was sind denn das für Leute? Unsere Nachbarn oder was? Ja, leider auch Nachbarn. Also das Gangstalking oder Gruppenstalking auf Deutsch, das sind alles Personen, die entweder also wirklich für den Geheimdienst arbeiten, aber die Geheimdienste haben eine ganze Staffelung an Personal. Das heißt, es gibt die ausgebildeten Geheimdienstagenten und dann gibt es sogenannte Assets auf Englisch. Das sind sozusagen, ja, wie nannte man das damals auf Deutsch? Die Stasi hatte wie nennt sich das, informelle oder inoffizielle Mitarbeiter. Das können alle möglichen Personen sein. Das sind sehr oft die Nachbarn, Arbeitskollegen. Teilweise hat man sogar Familienmitglieder gekauft. Und man hat es mit diesen Leuten eigentlich mittlerweile würde ich sagen, fast mit einer parallelen Gesellschaft zu tun. Das sind Leute, wurden vom Geheimdienst angeworben. Sehr oft sind sie nicht immer beteiligt, sondern nur ab und zu, wenn sie halt angerufen werden. Und diese Leute bekommen dann sehr oft Steuerermäßigung. Das heißt, es ist eigentlich sehr beliebt, in diesem Programm teilzunehmen, weil man Tausende pro Jahr spart. Und so kommt es eigentlich, dass alle möglichen Leute daran beteiligt sind. Also von den Firmenchefs runter bis zu den Sekretärinnen, bis zu alleinerziehenden Müttern auf der Straße. Also wirklich, da kann eigentlich fast jeder mitmachen. Und du sagst, der Geheimdienst, jetzt sind wir in der Schweiz. Ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass wir überhaupt sowas haben wie einen Geheimdienst. Natürlich BND und so weiter. Von Deutschland kennt man es, von England, von Amerika. Aber jetzt in der schönen, idyllischen Schweiz, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie groß ist denn überhaupt diese ganze Infrastruktur, die die brauchen? Also das Erste, was man eigentlich verstehen muss, ist, dass die heutigen Geheimdienste, die wir jetzt haben, die eigentlich wie Regierungsdepartments herüberkommen oder sich darstellen, die haben eine sehr lange Geschichte. Also eigentlich nennt man auf Englisch die Spitzel und Geheimdienstler eigentlich the second oldest profession, also der zweitälteste Beruf. Also das erste ist Prostitution und dann Spionieren. Und das heißt, dieser ganze Spionageapparat ist unglaublich alt. Und früher, bevor man diese formellen Regierungsdepartments hatte, waren das eigentlich die Geheimgesellschaften. Das heißt, die Geheimdienste und Geheimgesellschaften sind eigentlich deckungsgleich. Aber die Geheimgesellschaften hatten schon immer das Ziel, alle Bereiche unserer Gesellschaft zu infiltrieren. Das heißt, sehr viele Richter, Anwälte, Polizeibeamte und so weiter, Politiker, waren zum Beispiel Freimaurer traditionell oder Teil einer anderen Geheimorganisation. Zum Beispiel, man weiß, dass zum Beispiel die Bush, also George Bush, eigentlich Teil der Skull and Bones ist. Und es gibt noch andere berühmte Politiker, die auch Skull and Bones waren oder Freimaurer. Das heißt, das ist eigentlich das System, mit dem wir es zu tun haben. Und wenn man sich anschaut, wie viele US-Präsidenten Freimaurer waren, ich glaube, offiziell sind das ein Drittel. Und wenn man das dann immer weiter verfolgt, merkt man, hoppla, also der Anteil der Leute, die in diesen Geheimgesellschaften oder Geheimdiensten arbeiten, ist umso größer, je weiter man sozusagen die Pyramide hinaufsteigt, also je weiter man in Richtung Machtposition geht. Aber allgemein auf die Gesellschaft betrachtet, zum Beispiel die Stasi hat erreicht, dass sie, ich glaube, ein Sechstel der Bevölkerung rekrutiert hat. Also das waren informelle. Das ist enorm. Das war enorm, ein Sechstel. Und ich muss dazu sagen, dass die Stasi nicht besonders viel Geld hatte im Vergleich zu heute. Das heißt, wenn man jetzt sich überlegt, zum Beispiel die CIA, die unglaublich viel Geld hat, würde sie auch ein Sechstel der Amerikaner rekrutieren können? Na klar. Hätte sie ein Anreiz dazu? Aber hallo. Ja, und die Schweiz? Die hat ja noch mehr Kohle. Ganz genau. Da müsste ich mir ja vorstellen, dass jeder Zweite oder jede Dritte, oder wie groß ist die Korruption überhaupt? Ja, genau. Sind die alle korrupt? Ganz genau. Kann ich noch jemandem trauen? Ganz genau. Und zum Beispiel, je nachdem,
wie viel Macht und wie viel Geld ein System hat, ist die typische Korruptionsrate genau ungefähr so. Also mindestens so ein Zehntel, also 10%, bis hin zu ein Drittel. Also das ist so das Typische. Und wie stark die Korruption ist oder wie viele Leute sich eigentlich zusammen gruppieren zu einem Businessplan, der vielleicht dem entgegengesetzt ist, was der Staat oder der Geheimdienst oder die Firma gerne hätte, hängt sehr davon ab, wie viel Geld drin steckt. Aber ja, und um die eigentliche Frage zu beantworten, wie muss man sich den Geheimdienst vorstellen? Am besten stellt man sich den Geheimdienst vor wie die Freimaurer, wie ein unglaublich großes internationales Netzwerk, in dem eigentlich ein Großteil der Bevölkerung involviert ist und eigentlich eine ganze Parallelgesellschaft darstellt. Und was sind denn die typischen Arten, wie diese Geheimdienste operieren? Eigentlich klassisch, früher, bevor es diese ganze Hightech gab, würde der Geheimdienst meistens einfach nur Informationen besorgen, also Infiltration, Desinformation, also Industriespionage zum Beispiel, private Spionage, Kontrollakten würden sie halten, das heißt zum Beispiel Politiker, wenn sie ihre Frau betrügen, würden sie dann versuchen, im Hotel sozusagen diese ganze Liaison zu filmen, den Politiker zu erpressen damit. Das sind so die traditionellen Sachen. Ja, später hat man dann auch sozusagen nicht nur Desinformation und Spionage, aber auch Manipulation bis hin zu Erpressung und Mord, gezielten Mord, also die gesamte Palette. Das Einzige, was sich heutzutage verändert hat, ist, dass diese Methoden immer raffinierter, immer weitergebildeter wurden, also immer wissenschaftlicher betrieben wurden. Und heutzutage werden sie mit absoluter Hightech betrieben. Also wir haben es eigentlich mit einer Gesellschaft, Parallelgesellschaft zu tun, die Zugang zu allen Militärtechnologien hat. Und dadurch hat sie auch einen Zugang zu all den Technologien, die für uns immer noch klassifiziert sind. Und da die typische Klassifikationszeit 50 bis zu 75 Jahren sein kann, also typischerweise sind das 30, 50 oder 75 Jahre, haben wir es mit einer Parallelgesellschaft zu tun, die eigentlich Zugang zu einer Hightech hat, die wir uns, also die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich nicht bekommen werden. Denkst du, 5G gehört zum Plan jetzt? Genau absolut. Dieser Schattenregierung, sage ich mal? Ja, absolut, würde ich sagen. Und zwar aus den folgenden Gründen. 5G, einfach nur, damit ich ein bisschen Hintergrund dazu gebe. 5G klingt wie eine Weiterentwicklung von 3 und 4G. Ist es aber nicht. 5G ist eine fundamentale andere Technologie. 3G und 4G, das sind eigentlich Antennen oder Antennensysteme, die ganz klassisch abstrahlen. Also eigentlich, man muss sich das vorstellen, wie dieses, auf Englisch sagt man Inverse Square Law. Das heißt, die Intensität fällt mit dem Quadrat der Distanz ab. Das heißt, das sind sozusagen ganz klassisch sphärische Emissionen, die sich dann ausweiten. Bei dem 5G hat man es mit kollimierten, gepulsten Strahlen zu tun. Das heißt, das sind eigentlich, man muss sich das vorstellen wie kleine gepulste Schüsse. Mikrowellen eigentlich? Ja, eigentlich Mikrowellen, aber die ganze Wellenform ist komplett anders. Das heißt, die Intensität fällt nicht ab, das ist unglaublich fokussiert und man kann das direkt auf nicht nur auf eine Person oder auf einen Bereich fokussieren, sondern man kann es auf ein ganz bestimmtes Gerät fokussieren. Das heißt, eigentlich das weitentwickelste System von 5G ist eigentlich, individuelle Mobiltelefone direkt anzupulsen. Das heißt aber, wenn irgendetwas zwischen dem Mobiltelefon und der Funkantenne irgendwie in den Weg gerät, die Person oder der Vogel oder was auch immer dazwischen, wird von einem hochintensiven Strahl eigentlich gepulst. Und jetzt werden eigentlich immer mehr Experten laut und sagen, Moment mal, das 5G-Antennensystem ist identisch mit den Mikrowellenwaffen, die wir damals in den 70er Jahren erforscht haben. Wie kann es sein, dass wir ein Waffensystem eigentlich in den Gemeinden verbreiten, das hochgefährlich ist? Und jetzt ist die Frage, ist das Zufall? Oder haben wir es eigentlich mit einem hochentwickelten Waffensystem zu tun, das nicht nur unsere Mobilfunk- oder unsere Mobiltelefone anpeilen kann, sondern auch uns? Das heißt, es kann uns jederzeit einen gezielten Kopf- oder Herzschuss geben. Das heißt, es herrscht eigentlich Krieg. Ja. Was ist denn das Ziel dieses Krieges?
Ich glaube, das Ziel dieses Krieges ist, dieser Parallelgesellschaft die ultimative Kontrolle über uns und alle unsere, ja, eigentlich all unseren Wohlstand zu geben. Und am besten unseren Wohlstand und unsere sogenannten Assets, also unser Hab und Gut, eigentlich auf diese Parallelgesellschaft zu transferieren. Also wir haben sollen, ja schon fast alles. Ganz genau. Ja. Und das der Grund, wieso sie eigentlich immer mehr brauchen, ist, weil sie auch eigentlich wie eine große Firma funktionieren. Das heißt, sie heuern Leute an und müssen diesen Leuten immer einen Aufstieg sozusagen gewährleisten. Immer mehr Einkommen, immer mehr höhere Boni. Das heißt, irgendwoher müssen die Güter, die Waren und das Geld herkommen. Das heißt, das ist eigentlich ein expansives System, das immer mehr Assets eigentlich aufkauft oder eigentlich Raubwirtschaft betreiben möchte. Ich wollte gerade fragen, wie viele Menschen davon betroffen sind, aber so wie du das jetzt erklärst, sind wir alle betroffen? Ganz eigentlich? Genau. Und betroffen, wenn ich ein bisschen die Technologie erzähle, dann merkt man auch, dass sogar die Leute als Opfer betroffen sind, die anscheinend im Moment davon profitieren. Also im Prinzip muss man sich das wie eine riesige Walze vorstellen. Am Anfang, wenn die Leute rekrutiert werden vom Geheimdienst oder von diesem globalen Kartell, geht es eigentlich für sie immer weiter auf. Das ist eigentlich super, die bekommen Geld und unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten und Frauen, Prostituierte und Kokain, hey, alles ist super. Und irgendwann dreht sich das um und dann geht es für diese Leute bergab. Das heißt, sie werden dann auch Opfer. Und der Grund, wieso das so ist, ist, weil dieses Kartell eigentlich immer junge Leute oder Leute in Machtpositionen ausnutzen möchte. Und wenn sie dann sozusagen ausgelutscht sind, wenn sie ihren Wert ausgelebt haben, dann werden sie genauso untergebuttert wie jeder andere auch. Das heißt, man hat es mit einem kontinuierlichen Zyklus zu tun. Und das Kartell benutzt auch das Symbol der Revolution beziehungsweise die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Das ist eigentlich, wie sie sich selber repräsentieren. Das ist deren System. Und wie ist denn die Methode? Also einerseits sind das die eher schon reichen oder einflussreichen Leute, die Konzerne leiten. Andererseits sind es eher die Armen. Also die einen lockt man wahrscheinlich mit Geld und die anderen mit Macht oder womit? Ganz genau. Und je nachdem, also dieses System rekrutiert in allen gesellschaftlichen Schichten, in allen Einkommensschichten. Und das Einzige, was sich unterscheidet, ist, welche Position diese Menschen innehaben innerhalb dieses großen Systems. Die ganz Armen werden dann zum Beispiel als Gruppenstalker engagiert oder als Informanten. Die kommen sehr billig. Also wir wissen zum Beispiel aus den USA, dass sehr viele Gangstalker mit zum Beispiel Gutschein bezahlt werden. Also wirklich Gutscheine für Walmart und Amazon. Ja, Essensgutscheine und so. Essensgutscheine ja zum krass. Beispiel, genau, diese Foodstamps. Und wenn man höher steigt, dann bekommt man zum Beispiel Autos geschenkt und so weiter oder man bekommt Urlaube. Wenn man dann zum Beispiel ein Firmenchef ist, da muss schon wirklich was Tolles herkommen. Da besticht man die Leute mit Prostituierten, unglaublich vielen Drogen, vielleicht mit Erlebnissen, Abenteuerurlauben, ganze Abenteuer, Lebensverhältnisse, alles Mögliche. Oder speziellen Deals. Ganz genau, spezielle Deals für die Firma, also alles ist sozusagen mit drinne. Und was gemacht wird, ist eigentlich, dass jede Person, man macht ein Profil über jede Person und man findet heraus, womit kann man diese Leute locken und womit kann man diese Leute bestechen oder erpressen. Das heißt, es ist sehr individuell. Das hängt immer davon ab. Das ist ja krass. Ich wundere mich gerade, ich wurde noch nie gefragt, ob ich mitspielen will. Heißt das, ich bin eher auf der Opferseite sozusagen? Absolut, genau. Ich wurde auch nie gefragt und man fragt sich, wieso nicht ich? Wieso fragt mich sind keiner? Sind wir nicht wichtig ja, genug oder was? Ja, sind wir nicht wichtig genug? Bin ich nicht, eigne ich mich nicht als Gangstalkerin oder als Informantin? Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Es gibt Menschen, die sind einfach unbestechlich. Also die haben ein inneres Wertesystem, da kann man die foltern, in Stücke schneiden, man kann alles mit ihnen machen, sie erpressen, sie weichen davon nicht ab. Bei diesen Leuten versucht der Geheimdienst das gar nicht, weil dann diese Leute so aufgebracht sind, dass sie dann damit an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, diese Leute kommen automatisch eigentlich in die Opferrolle,
weil man nur so mit ihnen Geld machen kann. Also man kann eigentlich ihren Körper für Waffentests benutzen, man kann alles Mögliche mit ihnen machen, man kann eigentlich ihren Reichtum, das hart erarbeitete Geld von ihnen stehlen oder auf irgendwelche Art und Weise sie ausrauben, aber man kann sie nicht in dieses System integrieren. Gut, jetzt kann man sagen, es lohnt sich nicht, ehrlich zu sein, aber wie gesagt, das System ändert sich. Das heißt, wenn die bestochen werden, dann auf dem Abweg sind, dann können sie sich an niemanden wenden. Denn dann stellt man heraus, hey, Moment mal, du hast uns doch die ganze Zeit in den Rücken gestoßen, du hast all diese Sachen mit uns gemacht, du hast uns verkauft, du hast unsere Business-Deals eigentlich subvertiert, dir werden wir nicht helfen. Das heißt, also am Anfang sind wir eigentlich die ehrlichen Leute immer, so, wir werden nach unten gestoßen, wenn die Leute aufsteigen, aber wenn die Leute dann sozusagen ihren Crash erfahren, dann haben sie null Unterstützung. Und an dem Punkt merken sie, dass sie sich eigentlich mit Leuten umgeben haben, die komplett korrupt sind, wie die Engländer sagen, sogar ihre Großmutter in die Mikrowelle stecken würden für $5. Und wir haben uns dann in der Zwischenzeit mit Leuten umgeben, wo wir wissen, die Leute sind genauso wie wir. Also dann merkt man, wir haben ein Netzwerk, das uns unterstützt. Und okay, vielleicht sind wir keine Multimillionäre, vielleicht wurden wir auf alle möglichen Art und Weise ausgenutzt, aber zumindest haben wir Freunde, Familie, wenn wir dann mit Problemen kommen, dann helfen die Leute uns. Und das ist dann der Moment, wo wir uns dann sehr groß von diesen Leuten unterscheiden. Also die Psychopathen, sage ich mal, die kennen gar nichts, was ja. Menschlichkeit ist oder Empathie oder so. Die nutzen dich als Werkzeug, wenn du Verbrauch bist, schmeißen sie dich weg. Das heißt also, die Leute, die diese Agentenspielchen spielen und sich wahrscheinlich fühlen wie 007 auf einer Mission, die sind eigentlich dumm, oder? Absolut. Ja. Ja, absolut. Und vor allem, sie kennen, wie die Engländer sagen würden, they don't know the game. Sie kennen das Spiel nicht. Das Spiel ist, diese Leute auszunutzen, sie aber genauso unterzubuttern. Und wenn ich versuche, irgendwie an die Öffentlichkeit zu treten und auch zu diesen Leuten zu sprechen, dann versuche ich denen klarzumachen, hört mal, ihr habt es mit absoluten Psychopathen zu tun. Glaubt ihr wirklich, dass ihr für diese Psychopathen so toll seid, dass die bereit wären, irgendwelche Wertsachen oder Wertschätze an euch abzutreten? Oder würden sie euch doch am liebsten zum Schluss auch umlegen? So ist das. Ja. Und die tun das skrupellos natürlich. Absolut. Ja. Absolut. Ja, liebe Zuschauer, da müsst ihr euch mal überlegen. Es gibt sicher einige von euch, die haben das jetzt noch nie gehört. Es gibt andere, die hören aus anderen Gründen zu, weil sie wissen wollen, was hier so läuft und ob wir schon gefährlich werden. Du bist sicher eine der wenigen, die ich zumindest kenne, in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum überhaupt, die dieses Thema aufgreift. Das heißt, wirst du auch speziell bearbeitet, dass du damit aufhörst? Oh ja. Was machen die denn so mit dir? Also ich habe schon mehrere Mordanschläge überlebt. Mein allererster Mordanschlag war in 2016. Im Januar 2016 fing man an, mich nach Jahren an Stalking und Einbrüchen und Subvertierung, die meine Firma kaputt gemacht hat. Im Januar 2016 fing der Schweizer Geheimdienst an, mich mit elektromagnetischen Waffen zu beschießen. Aber ich wusste, dass das Ganze eigentlich mit dem britischen Geheimdienst anfing. Also mein Stalking fing in England an, hat mich nach Deutschland verfolgt und dann in die Schweiz. Ich wusste, dass es kommt eigentlich nicht von den Schweizern, sondern geht vom englischen Geheimdienst aus. Und im Jahr 2016, als dann dieser Beschuss anfing, habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich genug, jetzt werde ich diese Leute verklagen. Und das war eigentlich das Beste, was ich damals gemacht habe. Bis jetzt war das wirklich die allerbeste Entscheidung, aber damals hatte ich das Glück, dass ich so unglaublich naiv war, dass ich nicht wusste, wie gefährlich diese Leute sind. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das niemals gemacht. Aber zum Glück wusste ich das nicht, ich war komplett naiv, komplett blauäugig und ich war damals so klein und dumm, dass ich tatsächlich mit einer Entscheidung sofort an den englischen High Court ging und den gesamten britischen Geheimdienst, also den Auslandsgeheimdienst MI6, den Inlandsgeheimdienst MI5 und den Digitalgeheimdienst GCHQ mit einem Schlag verklagt habe. So. Ich glaube, diese Leute haben nicht erwartet, dass jemand so blöd sein kann. Und es hat sie wirklich überrascht. Also ich glaube, bis zu dem Punkt, wo ich vor dem Richter stand, haben sie nicht geglaubt, dass ich tatsächlich das Ganze durchziehen werde.
Das habe ich aber gemacht und der Richter hat mir zugehört und hat gesagt, Mensch, ja, das ist fürchterliche Kriminalität, wir müssen das untersuchen. Das hat den Geheimdienst so aufgebracht, also sie haben schon auf den Weg zum Gericht, die Nacht davor, als ich mit dem Flieger ankam, haben sie mir eine subtile Morddrohung gegeben. Die wussten natürlich, dass ich dahin gehen werde, sie haben meine E-Mails gelesen. Und damals kam ich glaube, ich landete in Heathrow oder in Gatwick. Und ich nahm dann den Bus nach London und im Bus, der komplett leer war, da waren nur zwei Personen. Eine Person setzte sich genau im leeren Bus genau neben mich, die andere Person genau hinter mir. Und wir haben einfach nur Smalltalk betrieben. Und dieser Mann sagte dann irgendwann, man müsste sich vorstellen, also das war mitten in der Nacht, nach Mitternacht. Ich sitze in einem Bus, wo ich komplett alleine bin, bis auf den Chauffeur. Zwei Leute setzen sich genau um mich herum. Wir reden einfach Smalltalk und ich war damals immer noch so klein und dumm, dass ich komplett ruhig war. Und irgendwann sagt der Mann zu mir, er wird ganz ernst nach normalen Smalltalk und er sagt, Catherine, also er wusste meinen Namen, Catherine, es gibt Kriminalität in jedem Land, aber in ein paar Ländern ist das sehr gut verdeckt. Dieser Satz kam aus dem Nichts und dann habe ich ihn angeschaut und ich dachte, ja, true, das war, sagte ich damals. Und dann hat er den gleichen Satz nochmal wiederholt. Also er hat gemerkt, diese Frau kapiert nicht, dass ich sie gerade bedrohe. Und dann hat er den Satz nochmal gesagt und dann habe ich gesagt, ja, it's true. Und dann wurde er ganz ernst und er meinte, did they kill Diana? Also haben sie Diana umgebracht? Mhm. Und die Andeutung war, also die These ist, dass Princess Diana damals vom MI6 ermordet wurde. Und was dieser Mann mir eigentlich einbläuen wollte, ist, Mädchen, verklag uns nicht, denn wir werden dich umbringen. Wir können dich umbringen, einfach so. Aber zum Glück war ich wirklich so strohdoof, dass ich das selbst dann nicht komplett begriff. Ich dachte, what a freak. Und das war's. Und am nächsten Tag bin ich trotzdem ans Gericht gegangen. Und das hat den britischen Geheimdienst so genervt, dass sie dann drei Tage später versucht haben, mich in der Schweiz zu ermorden. Also damals kam ich von einer Wanderung wieder mit meinem Ehemann und meine Gerichtsklage lief schon. Und mein Ehemann sagte, komm, wir müssen jetzt raus, wir gehen jetzt mal in die frische Luft und wir gehen wandern. Und auf der Rückfahrt, wir waren auf der Autobahn, kurz nach Luzern, wo dann mehrere Tunnel kommen, also wirklich durch die Berge hindurch. Und in einem dieser Tunnel, wir sind dann reingefahren und man fährt mit ungefähr 100 km/h, das waren nur zwei Autos um uns herum. Ich fuhr und man fing an, mich in den Kopf zu schießen mit diesen Energiewaffen. Das sind gepulste Schüsse, die so unglaublich stark sind. Also man hat das Gefühl, man wird mit einem Hammer eigentlich gegen den Kopf geschlagen. Und sie fing dann an, sozusagen mich mit gepulsten Schüssen zu beschießen und ich merkte, oha, wow. Ich werde währenddem du am Steuer saß? Während ich am Steuer saß, mit 100 km/h. Und man stellte sich vor, man ist in diesem Tunnel drinne. Und zum Glück war das nur ein Tunnel, nur eine Richtung. Also zwei Spuren, eine Richtung. Und zum Glück wusste ich damals schon genug über diese Waffen, dass ich wusste, okay, das ist jetzt ein gepulster Schuss, der kommt wahrscheinlich vom Auto vor mir. Ich bin unter dem Berg, sonst kann es nirgendwo herkommen. Und damals, ich merkte dann, oh, diese Schüsse werden so stark, ich bin dabei, gerade ohnmächtig zu werden. Und ich sagte zu meinem, er wusste gar nicht, was passiert. Und ich habe nur zu ihm gesagt, ich muss aus der Schusslinie. I have to get out of the beamline. Und ich glaube, die haben erwartet, dass ich langsamer werde. Und dann wäre ich genau zwischen diesen zwei Autos stecken geblieben. Und die hätten mich eigentlich in Ohnmacht geschossen und haben dann erwartet, dass ich gegen die Wand fahre. Das war der Plan. Aber stattdessen habe ich gesagt, I have to get out of the beamline. Und ich bin dann auf den Beschleuniger drauf und habe das Auto überholt. Aber ich bin eigentlich in die Schusslinie hineingefahren. Ich glaube, das macht sonst niemand. Und so bin ich einfach da raus. Du hast wahrscheinlich ein paar Dinge gemacht, die niemand macht, weil eine Waffe, die sie natürlich immer anwenden, ist die Angst. Ganz genau. Die hast du gar nicht bemerkt, so quasi. Ja. Und dadurch, ist das ein Grund vielleicht, dass du überhaupt noch lebst? Ja, sehr oft ist das passiert, genau. Und ich glaube, diese ganzen Attentate, die wollen sie unglaublich verdeckt machen. Also sie wollen keine Spuren hinterlassen. Und sie wollen das immer so machen, dass es aussieht wie ein natürlicher Unfall oder wie ein natürliches dies oder das, natürliche Krankheit. Und wenn man dann unnatürlich reagiert, dann fällt man nicht mehr ins Schema.
Ja, Das ist mir heißt, nicht berechenbar. ja, genau. Das heißt, dass ich überhaupt diesen Satz gesagt habe, sie konnten einfach nicht riskieren, dass dann vielleicht, dass wir den Unfall überleben und mein Mann sich daran erinnert, dass vielleicht seine verstorbene Frau gesagt hat, I have to get out of the beamline. Das wäre dann zu viel gewesen. Ja, und so, vielleicht war das einfach auch nur eine Drohgeste. Aber so fing das dann halt natürlich an. Ja, und ich glaube, etwas anderes, was du richtig machst, ist, du gehst an die Öffentlichkeit. Ja. Mittlerweile ist es ja so, dass man, also in gewissen Kreisen kennt man dich gut. Wenn du verschwinden würdest, würden ein paar Leute nachforschen. Ja. Würdest du das auch den Opfern empfehlen, die sich selber nicht sicher sind, ob sie sollen oder nicht, an die Öffentlichkeit zu gehen? Oder soll man das nur tun, wenn man so stark und mutig ist wie du? Nein, ich würde es eigentlich immer empfehlen. Immer, immer empfehlen. Und zwar für die Opfer, ich glaube, der beste Ratschlag, den ich geben kann, ist der folgende. Als Opfer und auch als Zivilperson, eigentlich jeder, muss sich bewusst sein, dass wir so unter Überwachung stehen, dass man nichts verbergen kann. Also gar nichts. Als Opfer wird der Wohnraum überwacht. Also man sieht die Opfer in 3D 24 Stunden am Tag. Sehr viele Opfer berichten, dass sie wissen, dass sie zum Beispiel in der Toilette oder im Schlafzimmer beobachtet werden. Das ist unglaublich unangenehm, aber man muss sich einfach damit, man muss damit klarkommen. Also man muss sich damit abfinden sozusagen. Man kann nichts dagegen tun. Aber so wie dieser Punkt erreicht ist, dass man weiß, dass man nichts mehr verbergen kann, kein Telefongespräch, kein Privatgespräch, weder in den privaten Räumen noch an der Öffentlichkeit, weiß man gut, ich werde nichts dadurch gewinnen, dass ich irgendwie mich zurückziehe. Und die allerbeste Strategie ist dann, komplett an die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine E-Mail schickt, weiß man, dass man eigentlich seine Daten eigentlich in die Datenbanken von mehreren Geheimdiensten hineinschmiert. Das heißt, man hinterlässt Spuren. Und man muss das als Waffe benutzen. Das heißt, wenn ich mit meinem Mobiltelefon irgendwo hingehe, weiß ich, dass der Schweizer Geheimdienst mich überwacht, die NSA überwacht mich. Das heißt, es gibt mindestens zwei Datenbanken, wo ich Spuren hinterlasse. Wenn ich dann an die Öffentlichkeit gehe und den Leuten erkläre, was mit mir passiert, dann sind die Täter identifiziert. Und ab dem Moment an sind sie eigentlich unter Mordverdacht, so wie mit mir irgendetwas passiert. Und ich bin jetzt eigentlich dabei, so ein Schutzsystem aufzubauen, wo Opfer an die Öffentlichkeit gehen können, darüber berichten können und die Leute ganz genau wissen, was mit diesen Opfern passiert, dass die Opfer verstehen können und sofort die Konklusion ziehen, aha, das sind Geheimdienstopfer, das heißt, der Zuständige dafür ist zum Beispiel in der Schweiz Jean-Philippe Godin. In Deutschland, wenn das der BND ist, dann wäre das Dr. Bruno Kahl. Das heißt, die Leute, anstatt zu denken, oh, diese Person kommt mir sehr paranoid rüber, anstatt das zu denken, muss man denken, das klingt wie diese Technologie. Ah, die Person, die dafür zuständig ist, wäre dann Dr. Bruno Kahl in Deutschland. Das heißt, wenn irgendetwas mit dieser Person passiert, dann ist immer der Leiter des Verfassungsschutzes in Deutschland, des BND oder in der Schweiz, des Nachrichtendienstes des Bundes, nicht nur zuständig, sondern höchstwahrscheinlich auch schuld. Und so wie wir diesen Punkt erreicht haben, was wir damit eigentlich machen, ist, dass wir die Leiter dieser Parallelgesellschaft am Kragen packen und sagen, Leute, was macht ihr da eigentlich? Das heißt, wir lassen uns nicht mehr fehlleiten durch die ganze Desinformation, durch irgendwelche Tricks, die sie mit uns spielen, sondern wir wissen ganz genau, was das für eine Technologie ist. Wir kennen das Programm, wir kennen das als ein Zersetzungsprogramm, wir erkennen das als eine Kriegsmethode. Und wir wissen, Moment mal, wir bezahlen diese Leute durch unsere Steuergelder. Ja, und dass die ganzen Technologien existieren und patentiert sind, kann man einsehen. Ganz genau. Ich glaube, die das machen, rechnen auch ein bisschen damit, dass wir lethargisch sind, dass wir faul sind, dass wir nicht selber forschen, dass wir nichts untersuchen, wir haben gar kein Interesse. Wie siehst du das? Wächst das Interesse langsam oder gibt es nur kriminelle Behörden? Gibt es auch Staatsorgane, die vielleicht was unternehmen könnten? Absolut. Also um ganz ehrlich zu sein, wir können diese Probleme, ich sage immer auf Englisch, wir könnten diese, we can solve it by lunchtime. Das heißt, wir könnten allen Opfern helfen und wir können die gesamte Problematik bis zur Mittagspause lösen. Das geht ganz einfach. Jeder Geheimdienstleiter hat die Macht, das Quälen von Opfern und das Stalking sofort einzustellen. Ich würde annehmen, mit einem Anruf oder mit einer E-Mail.
problemlos. Der Grund, wieso sie das nicht machen, ist, weil sie das nicht machen müssen. Sie können sich das leisten, diese Kriminalität eigentlich im Land abzuziehen, weil bis heute niemand so dumm oder so waghalsig war, sie einfach zu verklagen. Zack, bumm. Einfach so. Und ich versuche jetzt gerade, Gerichtsklagen vorzubereiten, und ich versuche es gerade, den anderen Opfern leichter zu machen, genau das Gleiche zu tun, wie ich damals gemacht habe. Aber könnte es nicht auch sein, dass zum Beispiel der Chef vom Geheimdienst es gerne beenden würde, aber sich nicht traut, weil er sonst selbst auf der Abschussliste steht? Absolut. Und zwar muss man sich klar sein, dass kein Geheimdienstleiter mehr einer nationalen Gewalt untersteht. Stattdessen unterstehen sie alle eigentlich einer internationalen Gewalt, einer globalen Gewalt beziehungsweise eines globalen Kriminalnetzwerkes. Das heißt, wir können die Geheimdienstleiter nur dann dazu zwingen, wenn nicht nur einer vor Gericht steht, sondern wenn sie allesamt zur gleichen Zeit vor Gericht stehen. Und würde das was ändern, wenn die dahinter immer noch existieren? Ja, und zwar das Einzige, was man machen muss, um eine Person zu wenden, ist, den Druck auf diese Person so zu erhöhen, dass der Druck höher von unserer Seite höher ist als der Druck von der anderen Seite. Das heißt zum Beispiel, wenn man einen Richter nimmt, sehr oft würde der Geheimdienst einen Richter korrumpieren, das machen sie so, dass sie ihn bestechen oder dass sie zu dem Richter sagen, hör mal, wenn du diese Entscheidung gegen uns fällst, dann ist deine Karriere wahrscheinlich für immer vorbei und wir werden vielleicht deine Familie bedrohen. So, was macht man jetzt als Zivilgesellschaft? Man kann dann zu dem Richter sagen, hör mal, so viele Leute wissen über diese Kriminalität Bescheid im Land. Wenn du jetzt eine korrupte Richterentscheidung fällst, ja, dann ist deine Karriere vorbei. Und es kann gut sein, dass wir vielleicht deine Kinder über Twitter kontaktieren, denen sagen, was für ein korruptes, Arschloch du vielleicht bist. Ja. Und deine Kinder werden sich ein Leben lang so für dich schämen, dass eigentlich deine Kinder sich gegen dich wenden. Die sind vielleicht nicht tot, zum Glück, ich möchte keinen umbringen, aber sozialer Druck kann enorm sein. Und so würde ich das gerne machen. Aber man muss sich auch klar sein, dass sehr viele Richter für uns entscheiden möchten, aber nicht können, weil der Druck und die Bedrohung von der anderen Seite so hoch ist. Und deshalb sage ich immer, wir als Öffentlichkeit, wir müssen den Druck auf die Richter erhöhen, auf eine gute Art und Weise, damit sie ganz klar diese Entscheidung fällen können. Also der Druck auf sie von der guten Seite ist so hoch, dass sie einfach beigeben müssen. Und das macht die Entscheidung eigentlich leichter für Richter. Also eigentlich ein sehr integrer Richter möchte, dass die Öffentlichkeit da ist, dass die Öffentlichkeit sieht, dass er tatsächlich sein Bestes gegeben hat. Und ein Richter möchte auch, dass die Öffentlichkeit sich für ihn einsetzt. Das heißt, wenn seine Position zum Beispiel beendet wird von korrupten Leuten in der Justiz, im Justizministerium, dann möchte ein integrer Richter aber auch, dass die Öffentlichkeit dann sozusagen Druck auf das Justizministerium ausübt und sagt, hey, wo ist denn dieser Richter hin? Wieso habt ihr dem gekündigt? Ja, ich meine, seine Karriere wäre viel gesicherter, wenn er für uns wäre, für die Menschen, ja, als für die paar Psychopathen, die glauben, sie können alles steuern. Es braucht ja auch immer Mitspieler. Ja, was sind das vom psychologischen Bild her, was sind die Mitspieler so, was haben die für Profile? Ach, also, wie gesagt, ich heuer diese Leute nicht an, ich schaue sie mir nur an, ich treffe sie leider in meinem Alltagleben, weil sie versuchen, mich zu infiltrieren und zu subvertieren. Meistens sind das Leute, wo ich merke, oha, die haben das damals gebraucht, dass der Geheimdienst ihnen ein bisschen hilft, weil sie selber entweder nicht hart genug arbeiten, nicht hart genug studiert haben, vielleicht nicht so einen guten Notendurchschnitt hatten, aber trotzdem gerne vielleicht als Richter oder als Arzt arbeiten möchten. Das heißt, das sind Leute, die brauchen Hilfe, damit sie sozusagen die Position in der Gesellschaft einnehmen können, die sie gerne haben möchten, von ihrem Ego her. Die bekämen ja diese Hilfe eigentlich von viel mehr Menschen, wenn sie wieder integer agieren würden, nämlich vom Volk. Ganz genau, genau. Und ich glaube, was eigentlich, was dem Geheimdienst oder eigentlich dieser Geheimgesellschaft, dieser Parallelgesellschaft geholfen hat, ist, dass in unserer Gesellschaft sehr viele, wie soll ich sagen, Hilfeleistungen aufgebrochen wurden. Also zum Beispiel fing das schon damals an, als die Leute aus den Dörfern in die Stadt zogen. Auf einmal war das anonym. Die Nachbarn haben
sich gegenseitig nicht mehr gekannt, man half sich nicht mehr, man hatte viel mehr Misstrauen. In solch einem System laufen Geheimgesellschaften eigentlich amok. Ja, das ist ideal für sie. In einem Dorf, wo man vielleicht ein Leben lang lebt, kann man sich Sachen nicht mehr leisten, weil sich dann die Dorfkommune daran erinnert, was für ein Arschloch man damals war. Ja. Ja, das heißt, diese natürlichen Kontrollmechanismen wurden aufgelöst. Und meine Hoffnung ist, dass eigentlich das Internet und soziale Medien und auch dieser Effekt, dass man heutzutage Leute im Internet ein Leben lang verfolgen, aber nicht wieder Geheimdienst verfolgen kann, sondern mitverfolgen kann, eigentlich eine sehr positive, einen positiven Nebeneffekt haben, weil sich die Leute jetzt bewusst sind, Moment mal, ja, wenn ich mich jetzt irgendwie so aufführe wie ein Firmenchef, bei der nächsten Firma, wo ich mich bewerbe, die kennen schon die ganzen Facebook-Beschwerden über mich. Das heißt, irgendwann kippt das System wieder und irgendwann merkt man, das Allerwertvollste ist eigentlich einen integren Lebenslauf zu haben. Das ist eigentlich irgendwann das höchste Gut. Da muss man schon sehr früh damit anfangen, ne? Ja, genau. Und ich glaube, das wird irgendwann unsere Jugend dazu erziehen, dass sie merken, hey, wenn ich mir jetzt da, ja, das fängt schon auch mit den Freundinnen oder den Freunden an, wenn ich mich jetzt wirklich absolut asozial benehme, dann werden alle meine Freunde über Facebook darüber reden und irgendwann sieht das wirklich schlecht aus. Ja, früher hat sich das, als ich noch jung war, von alleine geregelt, wenn man draußen war am Spielen in der Gruppe und man hat sich blöd verhalten, sage ich mal, dann hat es eins auf die Rübe gegeben und entweder machst du, dass alle Spaß haben oder du gehst. Genau. Ja, das war die natürliche Auslese der Idioten und ich finde das gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt, du hast gesagt, du bereitest etwas vor. Können Opfer sich, also wenn jemand glaubt, ich bin Opfer von Gangstalking, können die sich an dich wenden oder hast du eine Organisation, wo man sich wenden kann? Ja, im Moment arbeite ich alleine, beziehungsweise ich arbeite, also bezüglich Opferhilfe bin ich im Moment alleine. Ich befasse mich eigentlich Vollzeit damit. Vollzeit, was ich mache, ist, dass ich Gerichtsklagen vorbereite. Ich bin sozusagen als Expert Witness, also als Expertenzeugin oder Sachverständige nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Ich arbeite als Sachverständige für die Opfer. Das heißt, ich gebe sozusagen als Physikerin und als eine Wissenschaftlerin, die das ganze System schon seit Jahren sozusagen erforscht hat, gebe ich sozusagen Fachberichte ab und ich schätze Opferfälle ein und ich erkläre den Richtern, wie die Technologie und wie das System funktioniert, dieses Kriminalsystem. Und was ich dazu noch betreibe, ist, dass ich Opfer eins zu eins helfe. Das heißt, ich betreibe eigentlich Consulting und auch Counseling, also sozusagen Beratung. Und was die Opfer am meisten von mir gerne eigentlich haben möchten, ist, dass ich ihren Fall individuell durchgehe und sozusagen ganz unvoreingenommen den zuhöre. Und mir kann man wirklich alles erzählen. Also ich habe schon die schrägesten Sachen gehört. Und egal, wie verrückt das klingt, meistens weiß ich, das ist Patentnummer, Moment mal, ich habe das Ding. Und dann kann ich den Leuten sagen, okay, was dir widerfahren ist, ist höchstwahrscheinlich dies und jenes. Wenn das so wäre, dann hast du vielleicht diese Waffentechnologie beim Nachbarn oder über dir oder vielleicht hast du auch diese Implantate. Und wenn das so ist, also erst einmal ist das nur eine Arbeitshypothese und dann schaue ich mit den Opfern, okay, wenn ich recht habe, dann könnte man das so und so überprüfen. Also sprich, typischerweise sage ich dann, schau mal, kauf dir dieses Messgerät. Und wenn du diese komischen Symptome hast, stell dieses Messgerät an und wenn du diese Signale misst, also das ist eigentlich eine unabhängige wissenschaftliche Methode, film das bitte, dann haben wir nämlich Beweise, die wir vor Gericht benutzen können. Also film deinen Raum, zeige, dass du da keinen Generator oder irgendwie sowas hast und das bedeutet, dass dann diese Signale vom Nachbar kommen müssen. Und dann kann man das sehr oft auch anpeilen. Das wäre zum Beispiel, wie man Energiewaffen messen kann mit den Chip-Implantaten kann man dann verschiedene Sachen machen. Also es gibt die schrägesten Dinge, die ich in den Leuten finde. Also das Typische ist, ich finde Radiofrequenzimplantate. Das sind Mikrochips, die funken. Sehr oft sind die dann im Nacken oder im Hinterkopf implantiert. Das sind eigentlich sehr stark emittierende Dinger. Die kann man mit Wanzendetektoren messen. Die kann man auch mit professionellen Antennen messen in Faradayschen Räumen. Und ich habe auch an einem Projekt gearbeitet in Belgien, wo wir einen Faradayschen Raum hatten und wirklich hochwissenschaftliche, unglaublich teure Messgeräte.
mit denen wir diese Chip-Implantate in den Körpern gemessen haben. Und wir haben tatsächlich festgestellt, hoppla, diese menschlichen Körper emittieren dann in Megahertz-Bereichen. Und der Megahertz, also zum Beispiel Mobilfunk, ist 800 bis 900 Megahertz. WLAN ist typischerweise 2,4 Gigahertz. Und die Chip-Implantate emittieren dann in diesen Frequenzen. Und wir wissen, dass der menschliche Körper normalerweise nicht in diesen Frequenzen funken kann. Das ist physisch unmöglich. Ja, und spannend zu wissen, wie unsere Router und Geräte getaktet sind, ja, und welche Frequenzen die haben. Ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir separat mal angucken. Es war jetzt schon mal wahrscheinlich für die meisten schon eine ganz neue Welt, aber es macht Sinn, sich mal darin ein bisschen umzuschauen. Du scheinst auf mich nicht unbedingt paranoid und auch nicht schizophren zu sein. Ich hätte noch eine persönliche Frage, bevor wir zu den abschließenden Satzanfängen kommen. CERN, da gibt es ja ganz viele Gerüchte, sage ich mal. Als du dort gearbeitet hast, hast du irgendwas davon mitbekommen, dass das eigentlich auch eine okkulte Geschichte im Hintergrund hat? Verschiedene Sachen sind am CERN passiert. Und zum CERN muss ich sagen, was viele Leute nicht wissen, vielleicht erst einmal so als Background, weil, also als Hintergrundinformation, weil das sehr viele Leute interessiert. Das Wichtigste, was Menschen wissen müssen, ist das Folgende. Das CERN ist extraterritorial. Das heißt, es ist zwar in Genf oder bei Genf, aber es ist genau an der Grenze zwischen Frankreich und Schweiz. Und das CERN-Gelände selbst hat eine Landesgrenze und ist weder Schweiz noch Frankreich. Es gibt sehr wenige Orte, die so extraterritorial sind. Typischerweise oder die bekannten Orte sind der Vatikan. Das ist zwar in Rom, gehört aber nicht zu Rom. Das ist die City of London. Das ist die Square Mile, also die Quadratmeile. Die gehört nicht zu London. Das ist eigentlich ein kleines Land und auch eine Steueroase für sich. Also man hat Vatikan, City of London, Washington DC ist auch ein Privatgelände. Und man hat CERN. Man hat aber auch das Bank of International Settlement, das BIS in Basel. Das ist auch extraterritorial. Die UN-Gebäude sind extraterritorial. Ja, also die UN in New York und auch in Genf ist extraterritorial. Also so, dass man möglichst nichts reinreden kann. Ganz genau. Das heißt, kein Land hat da wirklich die Hoheit. Jetzt ist die Frage, das wurde uns als neutral verkauft. Aber ich glaube, in Wirklichkeit haben dann Leute die Hoheit, die keinem Land eigentlich beigehören, also Globalisten, okay? Das heißt, als ich damals als Physikerin am CERN arbeitete, hatte ich davon keine Ahnung. Ich wusste nichts von der City of London, ich kannte zwar den Vatikan. Und ich dachte, okay, also das CERN, offiziell wurde das in 56 gegründet, um ein neutrales Gebiet zu haben, wo man öffentlich forschen kann. Und wo kein Land das als Waffenentwicklung benutzen kann, weil jedes Land eigentlich ein Abonnement hat und jedes Land tatsächlich also wirklich Zugang zu allen Forschungsergebnissen hat. Und so ist es tatsächlich. Also am CERN, innerhalb der Experimente, es ist sehr international, alle möglichen Länder sind vertreten und keiner kann Daten klassifizieren. Wir alle haben Zugang und jeder Physiker muss den ganzen Detektor verstehen und auch den Beschleuniger und nur dann können wir die Daten analysieren und all unsere Softwarecodes sind öffentlich zugänglich, also für jeden. Und ich muss sagen, diese Beschleunigerexperimente sind höchst transparent. Ja? Und meistens kommen diese Informationen über CERN, die propagiert werden, sagen dann immer, ja, der LHC ist eigentlich das große geheime Experiment. Und da muss ich sagen, nein, der LHC ist eigentlich das transparenteste Ding, das wir haben. Aber, Leute, ihr vergesst da einige Sachen. Alle Augen sind jetzt auf den LHC und diese CERN-Experimente. Und kein Schwein schaut, was in den anderen Hängern eigentlich passiert. Ich als Physikerin kann sagen, dass die Atlas- und CMS-Experimente am CERN eigentlich ein sehr kleiner Teil sind. Weiß ich als Einzelperson, was in den anderen Hangars ist, wo ich eigentlich, also im Prinzip habe ich da Zugang, ich habe eigentlich keine abgeschlossenen Hangars gesehen am CERN, aber wenn ich da experimentelle Dinge herumstehen sehe, weiß ich da, was das Experiment ist? Keine Ahnung. Das ist Punkt Nummer eins. Das heißt, selbst am CERN-Gelände haben die Physiker, die am LHC arbeiten, keine Ahnung, was da sonst läuft. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wenn Sie auf Google Maps sich anschauen, ja, die Zuschauer vor allem, schauen Sie sich mal an, wo das CERN ist. Ja, das ist in einem Flachgebiet zwischen dem Mont Blanc
und der Jura. Die Jura gehört Frankreich, der Mont Blanc gehört zu Frankreich und die Region um den Mont Blanc herum gehört zu Frankreich und der Schweiz und sind in der Nähe von Italien. Das heißt, da habe ich auf einmal drei Landesgrenzen. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, Landesgrenzen sind traditionellerweise höchst militarisiert. In Berggebieten habe ich da immer Bunker. Ja? Das heißt zum Beispiel für die Jura-Gebiete kann ich schon, ohne irgendwas über das französische Militär zu wissen, kann ich sagen, die Jura-Berge werden sehr große Militärbunker haben, wo man zum Beispiel Tanks oder alles mit Panzer in die flache Region um Genf herum eigentlich reinschleusen könnte, wenn man einen Krieg starten müsste, wollte, was auch immer. Für die Schweiz ist es genauso, für die Italiener ist es genauso. Also sprich, wir haben diesen großen LHC-Beschleuniger, der ist zwar 30 Kilometer rund, also der Umfang ist 30 Kilometer, aber ich kann auch so als Systemanalystin sagen, ohne davon eigentlich Bescheid zu wissen, dass um den CERN herum so viele Militärbunker sind, dass das im Vergleich dazu ist der CERN eigentlich gar nichts. Weiß ich, was da läuft? Keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, da laufen die richtigen Sachen, weil das ist dann tatsächlich Militärzone, höchst klassifiziert. Da wäre immer Equipment und Platz und Zugang und alles, wäre bereit. Ich glaube, da sind die großen Dinge vergraben. Und ich muss auch dazu sagen, als ich damals am CERN arbeitete als Physikerin, hat man mit mir einen Feldversuch gemacht, also wirklich einen militärischen Feldversuch, wo ich fast mit einem Auto kollidiert bin und eigentlich nur überlebt habe, weil ich meinem sehr merkwürdigen internen Dialog zugehört habe. Ja? Das heißt, ich habe eigentlich Signale bekommen, die damals mir so vorkamen, als wären das meine eigenen Gedanken. Aber meine eigenen Gedanken haben mir systematisch Fragen gestellt, die ich mir selber nie stellen würde. Mhm. Heutzutage weiß ich, dass ich Ohrenimplantate habe und dass man mich eigentlich per Funk ansprechen kann, genau wie man mich mit einem Mobiltelefon anrufen kann. Und ich weiß, dass man mich ansprechen kann auf einem Volumen, das so leise ist, dass ich das nicht bewusst wahrnehme. Aber man kann mit mir kommunizieren. Das heißt, was mir damals widerfahren ist, ich bin sozusagen auf eine 90-Grad-Kurve, also ich fuhr damals von Genf auf Bellegarde, auf der französischen Seite hin. Und kurz vor Bellegarde gibt es einen rechten Winkel, eigentlich neben einer Felswand und dahinter auch wieder einen rechten Winkel. Und damals fuhr ich auf ein Ortsschild hin, das sagte Bellegarde. Und heutzutage weiß ich, dieses Ortsschild steht eigentlich einen Kilometer weiter. Und damals sagte ich eigentlich, ich dachte zu mir selber, was steht da auf diesem Ortsschild? Und ich weiß noch, wie ich zu mir selber sagte, keine Ahnung, wahrscheinlich willkommen in Bellegarde. Und das waren meine internen Gedanken, dachte ich. Und auf einmal hatte ich wieder diese Frage, bist du sicher? Ich dachte, na klar bin ich sicher, ich bin da schon zigmal vorbeigefahren, was soll dieses... Also das sind so meine internen Dialoge, ich habe keine Stimmen gehört, ich habe mit mir selber eigentlich gedacht oder geredet. Mhm. Und irgendwann kam dann mir dieser Satz in den Sinn, schau dir mal dieses Schild an, vielleicht wirst du dieses Schild nie wiedersehen. Und das war eine Woche, bevor mein Mann und ich wieder zurückzogen nach Oxford. Und damals dachte ich, dieser Satz meint, naja, du bist dabei zurückzuziehen. Wenn du das jetzt nicht dir anschaust, wirst du vielleicht nicht mehr die Gelegenheit haben. Aber der Satz war wirklich, schau dir das jetzt an, vielleicht wirst du nie wieder die Gelegenheit haben. Und damals bin ich dann mit dem Auto, ich fuhr damals 70 km/h, ich bin dann runter, auf, ich glaube auf 30, um wirklich das gesamte Schild mir anzuschauen. Und dann dachte ich, ja, shit, da steht, willkommen in Bellegarde, wir sind Partnerstadt mit bla bla bla, pff, wow. Ja, und ich war kurz davor, wieder auf den Beschleuniger zu treten und ich war gerade dabei zu beschleunigen und auf einmal kamen zwei Autos um die Kurve, die fuhren Rennen und das eine Auto fuhr frontal auf mich zu. Und das ist wirklich, hat das andere Auto überholt und ich glaube, zwischen den zwei Autonasen war vielleicht die Weite eines Laptops, also wirklich... Wow, und das Ganze ist passiert und ich dachte, Mensch, wenn ich eine Sekunde schneller gewesen wäre, ich wäre tot, wirklich frontal auf Prall. Und damals dachte ich nur, ja Mensch, die Franzosen, die fahren auch wie die Bekloppten. Also wirklich, damals haben wir sehr viele Sachen damals gesehen und Autounfälle. Und irgendwann, nachdem ich über diese ganze Kriminalität Bescheid wusste und die Opfer haben mir mal erzählt, ja, und wir hatten diese merkwürdigen Autounfälle und irgendwann ist mir das eingefallen. Ja, shit, ich hatte auch diesen merkwürdigen Autounfall. Und ich habe mich versucht daran zu erinnern,
sag mal, war das ein weiblicher Fahrer oder ein männlicher Fahrer? Wie war das denn damals? Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht mal, wie der Fahrer aussah. Wie kann das sein? Wir haben uns wirklich eigentlich gegenüber angestarrt. Mhm. Und irgendwann kam mir dieses, wieder habe ich mich daran erinnert und dieses Bild sprang auf einmal ein, dass ich mich daran erinnern konnte, dass ich eigentlich durch den Wagen hindurch eigentlich den Abgrund auf der anderen Seite sehen konnte. Das ist nur dann möglich, wenn da kein Fahrer ist. Also ich habe wirklich die Silhouette und eigentlich durch diese Kopfstütze das Loch noch gesehen. Das war ein ferngesteuertes Auto. Sprich, was mit mir eigentlich geschehen ist, der Test war, ob ich auf diese Chip-Implantate reagiere, ob man mich fernsteuern kann. Und sie hatten dann zwei ferngesteuerte Autos, um diese ganze Szene eigentlich zu machen. Also die zwei waren Joystick-gesteuerte Autos und wahrscheinlich vom Berg über mir. Das heißt, das Militär war über mir, sie wussten, wo die Autos kommen, sie wissen, wie schnell ich fahre. Easy. Und als du dort angefangen hast zu arbeiten oder mit der Zeit vielleicht, gab es irgendjemand, der dir erklärt hat, warum jetzt zum Beispiel die Shiva-Figur vor der Tür steht? Nein, und ich muss sagen, also damals hab ich mit sehr vielen Leuten gesprochen und ich weiß noch, wie diese Shiva-Skulptur da auf einmal auftauchte. Also wir kamen dann vom Essen wieder und irgendwann haben wir das gesehen. Und ich weiß noch, wie ich zu meinen Kollegen sagte, sag mal, what the fuck, ja. Also hier meistens sind die Physiker Atheisten. Was ist das denn? Und Shiva, wir sind doch nicht in Indien. Und mein Kollege hat mir erzählt, oh ja, ich habe mich auch gefragt. Und er hat seinen Gruppenleiter gefragt. Und angeblich war das ein Geschenk der indischen Regierung an das CERN. Und ich weiß noch, wie alle Physiker gedacht haben, Mensch, also das ist ein bisschen weird, aber wir müssen halt politisch korrekt sein. Wir können Shiva ist ja der Gott der Zerstörung. Der Zerstörung, genau. Und man hat uns damals erklärt, ja, das ist, weil wir Protonen eigentlich zerstören, wenn wir sie kollidieren. Das war so die Metapher. Und gut, damals habe ich das auch voll eigentlich so akzeptiert. Heutzutage denke ich, nee, Moment mal, eigentlich war das wieder so eine, das kam von Staatsebene, die meisten Staatsoberhäupter sind eigentlich in diesem globalen Kartell. Das Kartell hat eigentlich seine Symbolik sozusagen uns aufs Auge gedrückt. Die wollten uns markieren. Es ist eigentlich offensichtlich, wenn man weiß, auf was man achten muss. Ganz genau. Ja, ich weiß, dass ich auf die Uhr achten muss. Verzeihung, ich habe wahrscheinlich zu lange geredet. Nein, es war so spannend, ich habe zu lange zugehört. Ich könnte auch noch stundenlang zuhören, wir werden dann auch noch tiefer gehen, aber für den Moment hätte ich ein paar Satzanfänge für dich, wenn du mitspielen willst. Sehr gerne, ja. Und mal schauen, was da noch kommt. Das Leben ist spannend. Wissenschaftler sind hart arbeitende Menschen. Agenten sind absolute korrupte Psychopathen. Targeted individuals sind sehr, wie soll ich sagen, unglückliche oder unlucky Opfer, also unglückliche Opfer, denen eigentlich übelst mitgespielt wird. Ich bin sehr froh, noch am Leben zu sein. Mein Leben ist sehr spannend und wird immer spannender. Liebe ist auf die Menschen um einen herum zu achten und alles zu tun, um ihnen zu helfen. So, und jetzt stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, eine Botschaft an die gesamte Menschheit zu schicken und jeder würde sie hören. Welche Botschaft hättest du für sie? Ich würde eigentlich sagen, liebe Mitbürger, ich habe festgestellt, wir haben es mit einem unglaublich großen Kriminalkartell zu tun, das uns die ganze Zeit eigentlich betrogen hat, ausgenutzt hat und gesteuert hat, schon seit Jahrtausenden, wie ich herausgefunden habe. Und wir haben jetzt im Jahre 2019 die Chance, dieses Kriminalkartell eigentlich für immer zu entblößen, die Leute, die das leiten, zu verhaften. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, ist, dass sie uns und anderen Opfern zuhören, dass sie positiven Druck auf Richter und Polizisten ausüben. Und wir haben wirklich das erste Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit, diese Kriminalität loszuwerden, und zwar für immer. Ich bitte Sie, dass Sie uns helfen und ich bitte Sie, dass Sie das Jahr 2019 und 2020 sehr ernst nehmen und wirklich alles daran setzen, dass Sie mit Ihren Mitteln uns unterstützen. Dankeschön. Tja, danke dir, liebe Katharina, für das spannende Gespräch.
Wir werden uns wiedersehen und bis dahin, liebe Zuschauer, seid einfach wieder dabei, wenn es zum nächsten Mal heißt, herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams.